Freunde, wir sind hier in Gießen im Krombacher Eck, mein Zuhause. Das ist eine Kneipe. Unter der Kneipe verbirgt was ganz, ganz Spezielles. Und wie ihr sehen könnt, ist hier eine richtige Kneipe. Das ist kein Joke. And down. We'll take that thing. I wanna touch that thing. And you make it go round and round. Wir haben Dennis mal gefunden, meine Damen und Herren. Bruder, du bist, ich glaube, zu weit vorgefahren. Sehr schön, Bruder. Also, Heidi, Joshua. Also, die Frau im Rollator, Dennis hat gesagt, ist deine Freundin. Weiß nicht. Bruder, hätte ich gewusst, dass du so groß bist, hätte ich niemals zugesagt. Ich schwöre, er ist voll klein, ne? Ja, Bruder. Stark. Das heißt, Reichweitenvorteil ist auf jeden Fall da. Yeah. Aber sieht stabil aus, Digga. Bruder, ich sehe nur so aus, das ist bei mir alles Pumpe. Alles Bluff, ne? Alles Bluff. Stark, Digga, stark. Geil. Bruder, ich hab's die ersten Steps gemacht, weißt du? Ja. Also ich hab damals mit Kampfschuh nichts am Hut gehabt und der Typ, den das gehört, ist ein Sponsor von mir. Okay. Und der hat draußen gesehen, der so, hier, komm mal, pass mal auf, ja, bevor du Scheiße baust, bevor du weiter trinkst, bevor du weiter dies machst, ja, komm hier rein, das kostet dich nicht, weil ich hab kein Geld gehabt, weil ich auch keinen Job gehabt, das kostet dich nicht, komm hier rein, mach was du willst, hier ist der Schlüssel. Ne? Genau, und seitdem, Bruder, bin ich hier. Schön, aber gut, Wallah. Ey, Bruder, ist. Du bist mal das ist ein Oldschool-Feeling, weißt du schon? Erste wichtigste Frage, hier eine Dusche? Nein, Bruder. Warte, ja. Was ist alles erlaubt, dass du weißt? Knie, Backkick, Backspin, was weiß ich. Achso, also ich würde sagen, Knie, deswegen habe ich ja gefragt, wie ich schimmel und schimmel. Knie schon mal. Habe ich jetzt mitgenommen. Das heißt, Knie will ich weglassen, Ellbogen sowieso. Ja. Kurze Frage. Ja. Die muss ich jetzt stellen, weil es genau wegen Auto hin, ne? Hat man vor dem Sparring so eine leichte Aufregung? Bei dem Sparring, vor allem wenn die Leute Spaß geben und ich kenne, da ist immer so eine leichte Grundaufregung da. Das hat ja nichts bestätigt, Christoph Kolumbus. Vor Sparring nicht so, also... Oder warte mal, jetzt blamier mich nicht, Digga. Also, bist auch mit Jam zum Beispiel, weil wenn ich mit Jam Sparring gemacht habe, ja, da war auch Aufregung da. So, weißt du? Das ist normal. Bruder, ich bin eher aufgeregt, weil, Bruder, sag dir ehrlich, du bist mein Traumpartner gewesen. Echt? Ja, Bruder, sag dir ehrlich. Dann hab ich auch das Video gemacht und so. Du warst wirklich der, wo ich gesagt habe, wenn ich mit jemandem Sparring machen wollen würde, dann nicht mal Wing Life oder so. Ja. Klar, mit dem war auch gut, aber du bist auf jeden Fall mein Traumpartner gewesen. Ja, ja. Weil, Bruder, ich hab das gefeiert, weißt du? Du hast auch relativ neu angefangen. Ja. In Anführungszeichen. Ist ja, Bruder, 2 Jahre, das ist ja nichts. 2 Jahre ist relativ neu. Das ist nix. Und deswegen hab ich gesagt, so, Alter, du kommst vom K1, du machst auch K1. Ja. Das ist mein Traum. Das war das Heftige. Weil, guck mal, ich sag dir ehrlich, ich hab auch zu ihm gesagt, bei dir kann ich mir vorstellen, dass man auf jeden Fall öfter Sparring macht, weil gleich selbe Gewichtsklasse, plus beide machen K1. Weil ich will, guck mal, bei mir, wenn es nach mir ging, ich will auf jeden Fall immer nur K1 Sparring machen. Boxsparring ist geil, aber die meisten machen halt Boxen kein K1. Spinning-Dinger, ich weiß nicht, wie gut du die kannst, aber ich zum Beispiel bin mir noch unsicher bei Spinning, das heißt, ich mache sie nicht. Dann will ich sie auch. Wir machen klassisch einfach K1. Okay. Dann, also Backkicks sind erlaubt, sowas. Oh, das ist erlaubt, oder? Bruder, musst du nicht, wenn du dich... Ja. Nee, das ist, ich hab nicht so Angst wegen Eier, Bruder. Ich bin ehrlich, ich hab nur Angst wegen Eier. Wenn du so dicke Eier hättest... Machen wir erstmal ganz locker, ne? Ja, ja, ja. Ohne Ellbogen, ohne Haken, ohne Beine. Und? So. Sag, wenn ich starten soll, ne? Jetzt. Ja. Ja, das ist geil. Ich hab mich nicht unterschätzt. Ich wusste echt stark, das war mir klar. Ich wusste es. Und ich versuche mich viel zu bewegen, weil er größer ist. Ich versuche nicht stehen zu bleiben, viel zu machen. Zieht natürlich viel Kondition, aber macht einen ganzen Lobby. Yeah.
Baller rennt gut. Hau einfach in den Lachen. Weißt du, was ich gedacht habe? Ich wusste, er ist technisch gut. Also. Darüber habe ich nicht nachgedacht. Ich wusste das. Aber er ist auch Power, Alter. Wirklich, er hat Power. Was ich zu selten gerade mache, ist halt vollständige Kombination. Nicht spielerisch. Schlag zu kurz oder in die Kombination sind zu kurz. Deswegen. Ich bin echt sehr, sehr stark. Ich werde nächstes Mal auf jeden Fall merken. Aber wer ist auch dein Angst? Hey! Guck ich, boah, krass. Wie ist der Schild? Die zweite Schlag hat er mich fast gehabt. Ehrlich? Da habe ich schon diesen Brenn gespürt. Ich liebe so Leute. Ich kann mich anleiten lassen. Ehrlich? Der Typ ist nicht so stark, der kann auch richtig gut einschicken. Das ist das große Problem bei den Leuten. Leute, die wenig Bienen, hat ein gutes Kind. Und können auch nicht gut einschicken. Aber, Leute, der ist so krank. Voila, er kann. Vor allem, Bruder, das ist meine Mutter, weißt du? Ja. Die sieht, weißt du, Bruder, damit das nicht so, die sehen, was du früher gemacht hast, was du jetzt machst. Ja. Bruder, die guckt mich so stolz an. Ja. Du sehen, Bruder, vielleicht guckst du ab und zu meine Story. Ey, Bruder, die lächelt nur, weißt du? Ja, Bruder, ja, voll die süße Vater. Tatsächlich kann ich auch nur sagen, viele Leute, die sich mal denken, ey, die sind jetzt gerade in einem Loch und da können sie sowieso nicht wieder raus. Bruder, das ist nie zu spät. Er ist auch das perfekte Beispiel dafür. Du hast damals, hast gesagt, Drogen genommen, Alkohol getrunken, alles Mögliche. Und guck, jetzt zieht der Sport durch. Und mach das keine Ahnung, 5, 6 Mal die Woche so. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich trainiere jeden Tag. Ich kann nicht, wenn ich nicht trainiere, Bruder. Aber das ist, früher war seine Sucht Drogen, Alkohol, jetzt ist seine Sucht Sport zu machen. Ja, ey. Und das ist das Ding, ihr müsst diesen Schalter rumlegen, dass er sagt, ey, ich will jetzt Sport machen, ich will was für meinen Körper machen, ich will was für mein Umfeld machen, dass die Leute auch gepusht werden. Das ist das Beste, weil Alkohol bringt nichts, Drogen bringt gar nichts, Bruder. Ich krieg oft Nachrichten von jüngeren Leuten, weißt du? Ja. Und ich sag den Leuten immer dasselbe, Bruder, ich und du, wir haben ein bisschen Haut und Blut, weißt du, was ich meine, Knochen. Ich bin doch kein Übermensch. Wenn ich schaffe, die Kurve zu kratzen, ja, dann kann das jeder andere raus machen. Hey, 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 Peitschenbeine, Bruder. Die kommen wirklich wie Peitschen. Und wenn ich davon, egal wie gut mein Kind ist, egal wie gut mein Körper ist, egal wie stark ich bin, wenn du davon 3-4 Stück, nee, dann geht's wieder runter. Deswegen, du so reißt, aber, was für mich sehr ungewohnt ist, das sag ich dir ehrlich, Bruder, im Infight, du schickst mit, das macht niemand, Bruder. Ja? Muss ich mehr bewegen? Das ist mein Traumpartner. Mehr Akzente setzen. Wirklich, schon die ganze Zeit. Aber sonst finde ich es auch immer gut. Und wie gesagt, ich kann nur sagen, Bruder, so Props sind, sollte man auch Props verteilen. Also, ihr macht das wirklich sehr gut. Von der Art und Weise rausgefahren. Klar, glaube ich, ein bisschen härter als ich, aber trotzdem sehr, sehr gut. Ja, der wollte sich wirklich durch die Wand hauen, ne? Oder? Ich hab geguckt, ob da eine Hintertür ist. Weil ich mich gewundert, wo will er mich hinbringen? Weil ich glaube, der ist wirklich das erste Mal Probetraining hier, der hat gesagt, irgendwann einen hau ich durch die Wand, ey. Von vorne einen Abschluss geben. Willkommen im Heiland!
Boah, Alter! Würdest du sagen, du hast einen Heimvorteil hier? Bruder, das ist mein Zuhause. Ich liebe es hier. Und ich sag euch ehrlich, das hat schon was. Das macht schon auf jeden Fall auch psychisch für ihn. Das ist ein Nachteil für ihn, weil er kommt hier hin. Das sind meine Freunde, das ist meine Umgebung. Das ist schon ein Vorteil, 100%. Aber das ist nur mein größter Respekt, dass der Junge trotzdem hinkommen ist. Der ist für mich 4-5 Stunden gefahren. Und ich sage, für mich wäre es ein Nachteil, wenn ich den gefahren wäre. Neue Umgebung, neue Leute. Das macht schon viel mit dem Kopf, das darf man unterschätzen. Für mich ist das so eine Ehre, dass du hier bist, dass du den weiten Weg gemacht hast. Das macht dich jeder ehrlich. Dankeschön. Respekt auch an Hazard. Sehr, sehr schöne Technik. Man merkt auf jeden Fall, du bist ein Knaller. Dankeschön. Er ist Mexikaner. Boah, ich sag dir, für mich machst du die schönste Spanier überhaupt. Sei ehrlich. Ja, oder ehrlich. Nee, eine Frage. Tennis oder ich? Bruder, Tennis ist Boxer, Bruder. Nein, Quatsch. Bruder, Tennis ist wirklich sehr, sehr stark. Also, Bruder, boxerisch. Bruder, kann ich auch noch sagen, Tennis, wenn du das siehst. Props gehen raus an dich, Bruder. Der Typ ist wirklich am Machen und hat wirklich so eine schöne Technik, Bruder. Arbeitet sehr schön, ist sehr, sehr, sehr gut im Boxen. Deswegen, also das kann man nicht vergleichen, Bruder. Die Kneipe gehört meinem Abi, Kami Abi. Ich arbeite auch bei ihm als Rettungsschwimmer. Er hat mich damals aufgegabelt, ohne Ausbildung, ohne nichts. Und deswegen stellen wir ihn heute ein paar Fragen. Was war das Erste, was du gedacht hast, als ich unten in die Boxraum gekommen bin? Ja, du warst ein Schüler von Akam und war für uns jetzt nichts Neues, weil viele Leute unten schon trainiert haben, aber du hast von Anfang an etwas Vertrauenswürdiges gehabt und was sich jetzt für mich persönlich sympathisch gemacht hat. Und ja, wir wussten halt nur nicht, wo die Reise mit dir hingeht, ne? Und so wie sich das dann halt später herausgestellt hat, bist hier hat in dir irgendwo so ein Shootingstar geschlummert, ne? Und ja, ich denke, jetzt hat sich bewahrheitet, dass du deinen Weg gemacht hast und du bist mal ruhig. Du hast dir auf gut Deutsch den Arsch aufgerissen. Du hast zu Zeiten, wo andere gefeiert haben, hast du abends trainiert und gemacht und getan. Und folgerichtig ist das auch das Resultat. Ne? Du bist jemand, der mittlerweile selbst eine Vorbildsfigur darstellt. Und du bist überall eigentlich gut. Also es ist ja nicht nur so, dass du jetzt beim Sport, sondern ich glaube, der Sport hat dich auch insofern geprägt, dass du überall auf einem sehr hohen Niveau dich bewegen kannst. So Freunde, das war's mit dem Video. Hat mega viel Spaß gemacht, ich habe mega viel gelernt. Dennis, noch irgendwelche letzten Worte? Bruder, ich habe auch sehr, sehr viel gelernt, sehr, sehr viel einstecken müssen, aber war auf jeden Fall geil. Wieder, wenn du Bock hast, ruf dich einfach an. Kann man auf jeden Fall noch machen. Wenn du auf jeden Fall öfter Videos zusammen drehen, hoffentlich, wenn Dennis Zeit hat. Nein, machen wir nicht. Nein, schreibt gerne, safe. Schreibt in die Kommentare, wie wir jetzt nichts herausfordern sollen. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren.